Zum Gruße, meine Lieben. Willkommen zurück bei Elden Ring. Ich habe offscreen einiges gemacht, beziehungsweise einiges gesucht. Zuallererst mal habe ich unseren Freund gesucht. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Der hier in der Kirche von Irith war und dem wir den Schimmersteinschlüssel gegeben haben. Da habe ich, meine Güte, habe ich lang gesucht. Hier in Rhea Lucaria den gesucht. Und ich habe ihn dann irgendwann auch gefunden, allerdings war er nicht an einem Ort, wo ich irgendwie jemals das Gefühl hatte, dass er da war. Hier ist er. Und ich habe das Item jetzt nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, warum der hier ist. Es macht null Sinn, hier einen Arbeitstisch aufzubauen. Es ist entspricht jeglicher Logik, aber okay. Tops Klangperle. Und Akademie Schimmersteinstab. Und Tops Barriere. Naja. War jetzt, glaube ich, nicht so prickelnd. Ich glaube, die Clownperle können wir hier nach unten bringen. Machen wir das mal. Ich glaube aber nicht, dass er noch anderes zu verkaufen hatte, als das, was er schon vorhin hatte. Deswegen muss ich auch mal kurz gucken. Was war das andere? Barriere, ne? Ich komme mit den Menüs immer noch nicht so richtig klar. Hier, Tops Barriere. Erzeugt eine magische Barriere, die Zauber ablenkt. Das lebenslange Streben des Stumpfsteins Thops. Erzeugt ein magisches Kraftfeld, welches Zaubereien und Anrufungen ablenkt. Halten, um kontinuierlich Barrieren zu erschaffen. Zukünftige Generationen werden es wissen. Sie werden die Torheit der höhnenden Zauberer, die diese Theorie verspotten, erkennen und einsehen, dass diese Entdeckung den Titel eines neuen Hauses gerecht worden wäre. Ja, leider braucht es 18 Weisheit, ist also nichts für uns. Ich glaube, wir haben es zwar auf 2 erhöht. Auf 12. Um 2 auf 12. Meine Güte. Ja, eine neue Aufnahmesession. Mein Hirn muss sich erstmal wieder. Oh nein, nicht Patches, Clownperle. Ja, mein Hirn muss sich erstmal wieder ein bisschen daran gewöhnen. Okay, das ist so das Übliche. Ich meine, wir haben ein bisschen was an Ruden. Wir kaufen das Zeug einfach mal auf. Warum nicht? Oh. Der Tisch bricht nicht mal zusammen. Ha. Normalerweise bricht alles immer zusammen, wenn wir draufspringen. Okay. Dann kann ich dieses Symbol auch schon wieder wegnehmen. Dann wollte ich mal schauen, ob wir auf die Brücke kommen, die hier von Rhea Lucaria weggeht. Und ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal gemacht habe, aber ich bin einfach hier hingegangen und habe dann das Siegel untersucht und gedacht, ich komme dann auf der anderen Seite. Es ist ein bisschen unintuitiv, aber man kann einfach durchrennen. Das ist aber nur auf der Seite so. Ich habe dasselbe auf der Seite probiert, wenn ich mich recht erinnere, und hier ging es nicht. Doch, hier geht's auch? Hä? Okay. Irgendwo ging's nicht. Dann gucken wir erstmal hier lang. Ah, ich glaube, das sind Wölfe. Ein kleines Wolfsrudel. Machen wir die kurz weg. Mal gucken, ob wir hier was finden. Interessant. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Kiste war. Ach, das war die. Ich glaube, das war die Kiste im Thronraum. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Kiste war, die ich da eingezeichnet habe. Muss ich dann nochmal gucken. So, ist hier was? Außer Wölfe? Die Brücke ist ziemlich zugewuchert, ne? Hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Also hier fährt kein Gefährt mehr durch. Wurde von der Wildnis wieder zurückerobert. So, du hörst mal mit dem Mist auf. Oder auch nicht. Au, oh, da ist noch einer. Okay, weiteres Wolfsrudel ist platt.
Hinten war's. Man muss sehr stark. Ich glaube, die Kiste ist. Ah, stimmt. Ich erinnere mich wieder, was die Kiste ist. Also, ich bin. Ich habe das hier unten abgesucht. Und hier unter uns war eine Kiste und da war. Ich glaube, ein Schimmersteinschlüssel. Ich habe das einfach markiert, weil. Für den Fall, dass ihr das nicht kanntet und das den selber holen wolltet. Also hier unterhalb des Gebietes hier in. Ja. Ist. Ist da was? Vielleicht können wir irgendwann bei Gelegenheit dann nochmal kurz hingehen. Und dann kann ich euch den. Es war nicht keine Kiste da. Sondern ich glaube. Oh, ein Händler. Sondern ich glaube, es war. Einfach ein. Eine Leiche mit Loot. Well, it's been an age since I've seen a customer. How can I help here at the end of the earth? Oh, mal schauen, was du für Waren hast. Ach, shit, der Vampirwicht. Oh, du verkaufst 3 von denen. Nice. Guter Mann. Meteorbolzen, das interessiert kein Schwein. Was ist das Handbuch von Fevor? Oh, wir haben jede Menge Notizen. Okay, was haben wir? Präzeptor. Wir können uns nur 2 leisten. Gespenster, Dorf der rasenden Flamme. Ich werde mir die alle kaufen. Auch wenn es wahrscheinlich... Wir nehmen mal das. Ja, ja. Präzeptor. Präzeptor. Das ist das hier. Sieht man daran an der Feder, die unten ist. Eine Notiz verkauft von einem nomadischen Händler. Perceptor Seluvis versteckt ein schmutziges Geheimnis in einem Keller der Ruinen unweit der 3 Schwestern. Ach, die abscheuliche Götzenhexe treibt sich dort häufig herum. Was? Also, Seluvis, wir erinnern uns. Ist hier. In einem Keller. Nahe der 3 Schwestern. Vielleicht ist hier was in den Ruinen. Müssen wir nochmal nachgucken. Vielleicht war das ein guter Tipp. Vielleicht war das in der Tat ein guter Tipp. Wisst ihr was? Ich glaube, wir haben noch ein paar Runen im Inventar. Ja genau, hier kommen wir nicht durch. Aber das liegt daran, dass... Oh. Wer zur Hölle bist du eigentlich? Du nicht das gleiche Schwert wie wir? Wow. Und das war's mit dir. Ich wollte gerade sagen, wir haben bestimmt noch ein paar Runen im Inventar, damit die wir ausgeben können. Himmelstau. Okay, von dem Ding haben wir schon ein paar. Das ist nicht so wichtig. Die anderen kosten 1800 pro Stück, also 1600. Das heißt, wir poppen einfach nochmal eine davon. Und dann müssten wir genügend haben, um die anderen 2 auch zu kaufen. So. Oh. Kauf mal das da. Was ist das eigentlich? Besser aus blauem Stoff. Ha. Huh. Das Set muss ich mir vielleicht mal offscreen genauer angucken. Scheint nicht mal so schlecht zu sein auf den ersten Blick. Also, Dorf der rasenden Flamme und Gespenster. Okay. Schauen wir mal nach. Es gab ein Präzeptor. Dann haben wir hier Gespenster. Die kriechenden königlichen Gespenster und ihre Anhänger sind allesamt verflucht. Heilkünste sind ihr Verderben und eure Rettung. Die kriechenden Gespenster, meinte die Albinaurix? Huh. Südlich des großen Aufzugs von Nektus liegt das Dorf der rasenden Flamme, die Heimat der Kranken. Haltet euch fern von diesem Ort. Okay, da waren wir schon. Die Heimat der Kranken, okay, das ist,
Ja, die haben halt diesen Wahnsinn da, ne? Die sind mit irgendwas wohl oder übel infiziert. Aber wir haben das ganze Ding da ja bereits gesäubert. Das Dorf. Und auch das, was dahinter lag. So, dann haben wir noch auf der Seite habe ich einen Baum gesehen, der eine Saat haben sollte. Ich habe das Zeug jetzt nicht aufgenommen, weil ich das zusammen mit euch machen wollte. Da vorne ist er. Oder habe ich den aufgenommen? Kann auch sein, dass ich ihn aufgenommen habe. Den Loot. Nee, habe ich nicht. Seht mal. Eine goldene Saat. Und dann war... Irgendwo war noch was. Ich weiß nicht, ob das unser Tod ist. Irgendwo war hier noch was. Ja, okay, das ist unser Tod. Ah, genau. Ich glaube, ich habe von der anderen Seite der Brücke versucht, hier reinzukommen. Das hat nicht geklappt. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber ohne Gewehr. Hier war noch was. Und zwar irgend so ein rotes... Es sah aus wie ein rotes Sammensein. Hier. Da ist es. Das hier. Das war auch noch da. Dem Ruf folgen, um Jura zu helfen, dem Jäger der blutigen Finger. Da die Jura-Episode erst kürzlich... Da ich die erst kürzlich hochgeladen habe, weiß ich noch, wer das... Oder weiß ich wieder, wer das ist. Das ist der Typ, der die blutigen Finger jagt. Von dem her machen wir einfach mal. Also, blutige Finger sind Invader quasi. Soweit ich das verstehe. Also, ich denke mal, wir kämpfen jetzt hier gegen einen Invader. Und die kämpfen da vorne auch schon. Assassine des Rahmenhorst. Huh. Der Rote ist dann wohl... Yuri. Okay. Wir haben nur 3 Heilungen. Versuche ihn zu backstabben, aber das ist einfacher gesagt als getan. Also als Invader sind die Heilungen wohl beschränkt. Ach komm schon. Hält nicht so viel aus. Wow. Und hat keine Heilungen mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich auch an der Gnade rasten kann. Wahrscheinlich nicht. Okay, das ist schlecht. Assassine des Rahmenhorsts. Du kannst hier ziemlich coole Moves. Ich hätte deine Doppelklingen gerne. Vielleicht droppst du die ja für uns. Runenbogen. Krummfingermedizin. Naja. War jetzt nicht so prickelnd, aber gut. So, dann... Als nächstes. Das hier können wir dann auch wegnehmen. Habe ich... wo war's? Hier. Wir hatten hier... Ich habe hier eine Markierung. Da unten war ein Tal. Und ich habe endlich den Zugang gefunden. Er ist relativ... Naja, gut versteckt. Mehr oder weniger. Wie gehen wir da hin? Und da müssen wir jetzt runterkommen. Ich habe mich noch nicht da umgeguckt. Also ich weiß nicht genau, was da ist. Aber
Ich glaube, die Statue hat uns mehr oder weniger da den Weg gewiesen. Ich habe das einfach nur nicht richtig interpretiert. Wir können mal kurz gucken. Seht ihr, die Statue zeigt hier einfach auf den Boden. Aber ich glaube, man darf das nicht so... ich sage jetzt mal 1:1 interpretieren. Das zeigt einfach die ungefähre Richtung. Und in dem Fall ist die wohl hier. Also ich bin hier unten schon mal ein bisschen hingeritten. Einfach um zu sehen, ob das tatsächlich ein Weg ist, wo wir da runterkommen. Und das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Oh, shit. Ist das nicht der Nebel? Was macht dieser Nebel eigentlich? Ich dachte, das wäre das, was die Essensregeneration verhindert. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ich dachte, das war ein Gegner, ist aber nur ein Baum. Ich sehe schon wieder Gespenster. Oh, da ist... Aus dem Hinterhalt. Kleine Schweine. Au, wie viele denn noch? Machen alle immer so ein bisschen Blutungsschaden. Ich finde die aber ziemlich coole Gegner. So, kleine Gegner, die nicht viel aushalten, einen versuchen zu surrounden. Das gefällt mir generell sehr gut hier. Die Gegner versuchen oft, also wenn sie in Gruppen kommen, versuchen sie oft uns so ein bisschen zu surrounden, dass es für uns schwieriger ist, ja, zu kämpfen. Also ich glaube, da haben sie die, zumindest war mir das von vorherigen Spielen nicht so bewusst. Von dem glaube ich, sie haben da die KI ein bisschen aufgemotzt und das ist natürlich immer gut. Okay, was ist hier? Weiter runter geht's nicht, oder? Nee. Aber es sieht wunderschön aus. Das Coole ist, in der Luft haben sie keine Iframes, die Idioten. Da bist du. Das sieht wundervoll aus. Oh, der Baum ist ziemlich in der Nähe. Aber sieht ihn, ich weiß nicht, ist er im Wasser? Schwierig zu sagen. Okay, es ist nicht das größte Gebiet. Oh, das ist ja fast in die Hose gegangen. Meine Fresse. Da ist mir das Herz kurz stehen geblieben. Dunkelschmiedesteine 2. Okay, dann... Nur noch wegen, falls irgendwo eine Höhle ist... apropos Höhle, ich habe offscreen, man sieht es nicht, hier noch eine Höhle gefunden oder hier irgendwo in den Dreh. Hat mich aber zwei, was kann ich reden? Es hat mich zwei, was soll das hier? Steinschwertschlüssel, hat mich das gekostet. Oh, hier ist tatsächlich was. Eine Höhle ist es nicht. Das sieht jetzt eher wie eine Katakombe aus. Katakomben am Klimmfuß. Okay. Wir haben nicht wirklich viel zu verlieren. Wir können uns das schon mal ein bisschen ansehen. Runterspringen. Kann man. Das ist die Frage, ob ich das jetzt... warum nicht? Weil wir sollten keinen Fallschaden nehmen. Und dann ist der Aufzug auch schon wieder oben. Hier wird es wieder voll sein mit scheinbaren Wänden. Wir können auch... uns die Laterne anmachen. Da muss ich die Fackel nicht verwenden. Wobei die Laterne, ich muss ganz ehrlich sagen, gibt mir ein bisschen zu wenig Licht. Also. Oh, Leute. Wow. Wow. Es war ein bisschen peinlich. Aber ich hätte.
Ich meine, ich hätte das den Zwischenstopp noch nach scheinbaren Wänden untersuchen sollen. Weil das ist ja nicht zum Spaß hier, oder? Ups. So, Freundchen. Kommt ihr hierher? So, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Eine weniger. Au. Die sind schon garstig, ne? Kann die mal treffen? Die haben auch relativ viel aus, würde ich sagen. Es nervt mich ein bisschen, dass ein Aufzug zwischen dem der Gnade und offensichtlich auch dem Boss ist. Hätte nicht sein müssen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es eine Mariko-Statue. Weil ich habe nicht so wirklich das Bedürfnis. Ist die größer als da und die anderen? Das ist eine andere Waffe. Ich habe nicht so wirklich das Bedürfnis, jedes Mal nach jedem Boss-Try wieder mit dem Aufzug runterzufahren. Das ist ein bisschen. Das erinnert mich, dass die Ästhetik des Levels erinnert mich ein bisschen an Legend of Grimrock. Das ist so ein Dungeon Crawler. Aber nicht so ganz uralt. Schon ein bisschen älter, aber nicht uralt. Also ist, glaube ich, irgendwie 2012, 14 oder so rausgekommen. Ziemlich gutes Spiel, kann ich nur empfehlen. Für die, die es nicht gespielt haben. Okay, wir suchen einen Schalter. Oh, da ist noch einer. Au. So, das war's mit dir. Hier ist nichts. Ich habe bestimmt scheinbare Wände übersehen. Oben ist ein Nebel. Das ist. Ah, Steinschwertschlüsselnebel. Wow. Okay, da ist was Größeres. Da ist auch was Größeres. Aber ihr seid neu. Oh. Du. Shoot. Ah, der obere ist gekommen. Dang it. Okay, vielleicht sollte ich dann den oberen zuerst wegmachen. Die scheinen, ich weiß nicht, warum der mich gesehen hat. Aber er hat mich wohl gesehen. So, jetzt dürfen wir das wieder machen. Ich muss daran denken, den Aufzug hochzulassen. Amateur-Move, ne? Einmal mit Profis. Das halt, ne? Es unterbricht einfach die Action, diese blöden Aufzüge. In Dark Souls 1 waren sie nötig, weil es quasi, ich sag's mal, was sie als Ladebildschirme fungierten. Aber das ist, ach komm schon. Shoot. Aber das hier natürlich jetzt nicht unbedingt nötig. Deswegen
macht es für mich nicht so viel Sinn. Eine gespaltene Sichel. So, dann hier runter. Ich versuche mal nur die Gegner zu bekämpfen, die ich auch tatsächlich bekämpfen muss. Ah, das war der hier. Hier war... Ah ne, hier war die Druckplatte noch nicht. Ich glaube, da war die Druckplatte. Ja, da. Komm von den Dächern. Oder von den Decken, die Schweine. Ah. Lass das. Elender Penner. So, da ist unser Zeug. Was soll ich dann zuerst mal versuchen, den Dicken oben wegzumachen? Oh, da ist noch was. Okay. Heilung. Der hat ein ordentliches Moveset. Ich will mal was probieren. Komm her. Ja, hat ihm ein bisschen Schaden gemacht. Boah. Allerletzte Sekunde. Ein Pfeil habe ich auch abgekriegt. Okay, bevor wir jetzt den unteren machen... Was zur Hölle bist du da? Keine von diesen Wichtdingern wieder. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist der verdammte Schalter? Ich gehe erstmal hier weiter. Ich sehe eine Druckplatte. Oh, da ist noch einer. Und wir können die Laterne wieder ausrüsten. Ich weiß, das ist noch der Dicke unten, aber ich guck erstmal hier, ob wir hier den Schalter finden. Die Bodentextur ist so, hier ist so ein bisschen anders. Oh, da ist einer. Was mich ein bisschen skeptisch macht. Da ist noch einer. Viele von diesen Mistviechern. Was? Von hinten? Das war quasi ein Ambush. Huh. Warte mal. Hey, von hier sind wir gekommen, oder? Das heißt, hier, ja, hier waren wir noch nicht.
Boah. What? Okay, aufpassen wegen Bluten. Garstige kleine Viecher. Einmal eine Heilung. Ich will das hier oben nicht nochmal machen müssen. Meine Güte. Waren das alle? Ich hoffe ja. Ich hoffe in der Tat, dass das alle waren. Oh. Noch einer. Es waren noch nicht alle. Eine Sense. Das könnte eine Dexwaffe sein. Ha. Da kann man auch runterspringen. Waren wir da schon? Meine Orientierung lässt gerade ziemlich zu wünschen übrig. Hier ist echt nichts. Ach. Wie gemein, ne? Okay, also hier ist der Schalter offensichtlich nicht. Dann habe ich ihn übersehen. Oh, ich hoffe, ich habe ihn nicht übersehen. Wir haben noch eine Heilung. Okay. Machen wir es. Wir können ja... Wir wissen ja, wo wir drei neue kaufen können. Von dem her ist nicht so schlimm. Da ist einer. Hey! Ich kann ihn nicht anvisieren, wenn der Text noch da ist. Nox-Spiegelhelm. Okay, das weiß ich jetzt nicht, ob sich das gelohnt hat. Ich bin auch nicht sicher, ob wir safe sind. Was ist das für ein Ding? Ein Helm hergestellt aus einem Kristallspiegel. Eines der magischen Artefakte der ewigen Stadt. Sehr zerbrechlich und anfällig für Schläge. Er schützt vor der Einmischung des höheren Willens und seiner Fingerdiener. Und ist damit perfekt für alle Hochverräter. Der ewigen Stadt. Von der Einmischung des höheren Willens. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich glaube nicht, dass wir den jemals aufsetzen werden. Von dem her. Schade. Oh. Okay, so funktioniert ein Grab von dem. Au. Ach, ich glaube, ich habe das Movement-Pattern einigermaßen drin. Außer der Grab. Die Grabs sind gut gemacht, also es ist schwierig auszuweichen. Das Einzige, was halt nervt wie Sau, ist, dass man jedes Mal abvisiert wird, aber... Naja. Machen wir dich. So, vielleicht jetzt, Wo zur Hölle ist... der Schalter? Wollt ihr mich verarschen? Das hier ist ein Dead End?
Hier ist einfach nichts. Warum ist hier so viel Blut? Ha, was haben wir übersehen? Hier drin ist der Schalter ja nicht. War ich echt wieder irgendwo ein Blindfisch? Ah, das hier haben wir noch nicht abgesucht, ne? Viele Bücher. Weitere Runenbogen. Okay, hier ist doch bestimmt irgendwas faul. Ich traue der Sache nicht. Ha. Was haben wir übersehen? Irgendwo muss der blöde Schalter sein. Irgendwo. Hier drin würde es sich anbieten. Aber da habe ich nichts gesehen. Hier hinten würde es sich auch anbieten. Da habe ich aber auch nichts gesehen. Sehen wir von hier aus was? Ich meine, hier waren wir schon mal. Da drüben aber nicht. Ha. Da drüben aber nicht. Ist hier irgendwo eine Leiter? Sehr merkwürdig. Okay, meine Lieben. Ich denke, wir machen an dieser Stelle einen Break. Ich werde offscreen mal gucken, ob ich irgendwie was finde. Es sieht so aus, als hätte es keine Gegner mehr. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder und können hoffentlich den Boss machen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.